Am Bullensee bei Rothenburg können Besucher prima die Seele baumeln und Wasser lassen. Denn dieses neu sanierte Toilettenhäuschen für 335.000 Euro bietet besondere Schüsselerlebnisse. Was sind das für Toiletten? Sind die vergoldet? Vielleicht sind da Marmorfliesen drin oder was? Vielleicht goldene Wasserhähne. Wer weiß. Viel besser. Die alte Toilette musste liebevoll zu diesem Luxusklo umgebaut werden. An diesem Örtchen weht nun immer noch der Geist des Klos, das hier früher mal stand. Gemeinsam mit der Bauaufsicht wurde die Möglichkeit eines Ersatzneubaus geprüft, da dies unter den gegebenen Umständen die wirtschaftlichere Lösung dargestellt hätte. Ja, gut, Neubauen wäre günstiger gewesen, aber hier geht es ja nicht nur ums Geschäft. Aufgrund der baurechtlichen Rahmenbedingungen, die Sanitäranlage steht im Landschaftsschutzgebiet, kam ein Ersatzneubau leider nicht in Betracht. Wirtschaftlicher Bauen läuft eben nicht aus rechtlichen Gründen. So sind die Spülregeln. Das ist ja nun wirklich aberwitzig sowas, ne? Dabei bietet das Klo über seine urriengeschichtliche Bedeutung hinaus noch ein Potpourri weiterer Annehmlichkeiten, wie eine aufwendige Dämmung statt einfachem Frostschutz. So entleert man den Darm stets im Warmen. Aber wie schade. Über die Wintermonate ist das Klosett leider closed. Och. Im Sommer brauchen wir keine Dämmung. Also ist die Dämmung für'n Arsch. Ich verstehe es auch nicht, aber was soll man machen? Naja, vielleicht drauf scheißen. Jugendsprache? Ja, Jugendsprache kann ich, natürlich. Hey, ihr Swiffer, was cruncht? Schon unseren Kanal abonniert? Und lookt auf jeden Fall in die ARD-Mediathek. Da gibt's jetzt das Browser-Ballett als Sitcom-Satire in Serie. Mit Luise von Fink und Schlecki Silberstein. Und bangt die Glocke, ihr Floppies.